Western Conference Semifinals Game 1. The Sacramento Kings were dominant in Round 1, able to advance in just 5 games. But the real test starts now, as a new challenger awaits in the series opener against the Rockets. The opening game of the conference semifinals, up next. Jawohl, und damit würde ich sagen, willkommen zu Hause in Houston gegen die Kings. Ja, Boogie wird nicht einfach, aber ist mir egal. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Und sie haben wohl 5 Spiele gebraucht, um die Runde zu erreichen, wir 4. Das heißt, mental sind wir im Vorteil. Jo. Nutzen wir das aus oder nicht, werden wir sehen. Ich hoffe doch auf jeden Fall. Oh, gleich mal das Foul. Das ist gut. We've got DeMarcus Cousins. Caspi is out there with Bagley. Then it's Corey Joseph. And it's Hield in at the two. AI with it. Over in the corner, Paul. Shot clock at 6. From 11 feet away. Oder so. Er macht's halt. So will ich das sehen. ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir ähnlich gut durchkommen. Wobei das natürlich mit Hield, Bagley und Boogie eine andere Nummer ist. Aber wenn wir konzentriert spielen, dann geht das schon. Oh, da war wieder der Soundbug aus der Hölle. Da war der Ball schon lange im Korb und dann kam erst der Korb-Sound. Aber das ist halt genau das. Wir müssen halt teamdienlich spielen, wir müssen so spielen, dass es uns allen was bringt. Cousins macht seine ersten 2 Punkte und ja, genau das habe ich halt vermutet. Bagley, Hield und Boogie sind so unsere größten Feinde jetzt, aber das kriegen wir schon. Just the first quarter, everyone's still getting adjusted. That said, on defense, you have to bring help sooner. They recover. Scheiße. Ball again, Joseph. The Kings need to get off a shot here, and the shot goes in. Okay, 6-4, aber wir haben unseren ersten Block eingefahren. Das ist schon mal wichtig. Yes. And the one-hand slam just looks so pretty when it's in his hand and he's the one doing the slam. Agreed. He is smooth as silk, even on a power finish. Now here's Joseph. Over to the da habe ich wieder nicht aufgepasst. Da war ich eine Sekunde nicht mit den Augen am Bildschirm. Da kriege ich wieder 2 Noten abgezogen. And it's good, 2 points. Cook's got 6. 10-4. Chris Paul has the ball, great at orchestrating the offense and right there finding his teammate. Joseph looking around and steal. Here's Harden. Und Harden mit den nächsten Punkten. Na, wann kommt die Auszeit? Joseph against Paul. Now here's Bagley. 10-8 und der nächste Block, Alter. Krass. Nein, und er macht den nicht.
Okay, jetzt müssen sie über die Freiwürfe schon Punkte machen. Aber das soll mir ja recht sein. Those two have been really aggressive in the paint so far this postseason. They provided the kind of rebounding you need in this atmosphere. Nene against Cousins. 15 zu 5, also das alleine ist schon krass. Das widerlegt eigentlich gerade genau das, was ich die ganze Zeit sage. Caspi von draußen, aber ja, irgendwie bringt das auch nichts. Und er zieht das Foul. Cousins mit dem ersten. And the southpaw stroke of Harden is just beautiful to watch. When he's cooking, he's one of the more lethal scorers in our league. So for the Rockets. So, aber ich gebe jetzt schon mal eine Vorhersage. Wir liegen jetzt 12 Punkte in Führung. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Da kommt gleich eine Auszeit und dann hat sich das Spiel urplötzlich gedreht. Ich würde fast drauf wetten. Nein, der Pass war schlecht. Harden picks to Cook. Nene outside, inside, in the corner it's Gordon. From downtown, good. Okay, die drei Punkte nehmen wir natürlich auch. 13 Punkte Vorsprung. Ja, wir kriegen gleich eine Pause und dann, ja, oder solche Geschichten. Foul. Nein, mein Fehler. Shot from 16 and against the jumper to drop. Ja, das war eindeutig mein Fehler. Da kann kein anderer was für. And there's Eric Gordon on the assist from Cook. Gordon's got five now. In this first period, they've been aggressive and extremely focused. I don't think you ever expect to carve out such a big lead early on in a game like this, but let's see if they can maintain momentum. Now here's Heald. He's been quiet so far. Still no points in the game. Ja. Such a quick trigger. Buddy Heald mit seinen ersten Punkten im ganzen Spiel. Knight kicks to Nene. AI right side. Oh, dass der nicht reingeht, das war abzusehen. Hab ich. Schade, ich dachte, ich krieg das Foul gezogen. Defense timed that out perfectly. Love the aggressiveness, and then they changed the shot's direction. Dann halt so. And we're only in the first quarter. And I'm loving what I'm seeing. The passion that they're playing with up and down the floor. Here's LeBissiere, buries it down low. Der stand ein bisschen daneben. Still developing inside, but you see the potential from LeBissiere. At his height, he's a threat to score. Nein! Uiuiui. So, da ist die Auszeit. Okay, es geht noch. Es sind nur zwei Punkte verloren gegangen. Ich hatte jetzt mit Schlimmem gerechnet. Beziehungsweise Cousins darf ja jetzt werfen. Das heißt wahrscheinlich drei Punkte verloren gegangen. Aber das ist auch okay.
Cousins not a great foul shooter coming out of college, but with how many times he gets hacked and goes to the free throw line, he's become more and more consistent there. And on our sideline, our reporter David Aldridge. So, einmal reinstopfen. Well, AI in their last time out against the Jazz was terrific. He scored 32 points and played tremendous defense as well, really causing havoc on both ends of the floor. That was just the latest in a solid string of performances from him. Obviously looking to keep the momentum going here this evening. See how he does, Kevin. Thanks for checking in, DA. He was phenomenal for them in that game. It was fun to watch. And not just fun for us, but it had to be fun for him as well. Everything was working, and he just seemed to enjoy and embrace. Och, nö. And I love having fun, but fun comes at a cost, and that cost is work and effort. Stil, so schön. Let's not get too far away from that tonight. He was a workhorse in this one. Good. It's Harden with the assist that time. Cook's got 4 points now in the quarter. Yeah, the chemistry has been terrific. Really impressed. 15, 2, 3. Ist okay. Noch ein Block wäre nice für den Durchschnitt. Good work defensively by Capella. Gotta get out of his compass and just try to find himself right now and get himself going. Ooh, yes. Shot is good. And the crisp passing. So, jetzt sind es wieder 12 Punkte. Joseph bräuchte mal eine Auszeit. Aber der soll ruhig so weiterspielen, dann geht er uns weniger auf die Nerven. And his teammates have to step up just a little bit more. He's been lights out. Needs a bit more support. Cook, the pass to Harden. Back to Cook. Ha, der fällt auch rüber. Mist. Ja, das dachte ich mir gerade auch. Was zur Hölle ist da passiert? Hab ich. Harden, komm Junge, mach was draus. Ich sagte, mach was draus. Und ich lauf dich fest. Here is Caspi. He's guarded by AI. Vergiss es. Oh, was ist jetzt los? Now Caspi, 5 on the clock, and he gets the bucket. Caspi's got it back down to within single digits for Sacramento. You know, he's had better starts, obviously, but he's shaking it off. Nein, Cousins kriegt seine langen Arme dazwischen. Pass to Joseph. Down low. Steal. Harden kicks to Capella. Here's Cook. And the three ball is good. So, einmal kurz klargestellt, was die Sache ist. Going and giving his team a real advantage right now on the offensive end. Joseph against Paul. Joseph the pass to Cousins. And then Cousins with the dunk. Yeah, Cousins has seen all kinds of defenses through his years. This is an all-star caliber player. And yet tonight, so, rechts ist jetzt... Alter, was? Junge, Junge, Junge. Dass ich dafür auch noch bestraft werde, ist fast frech. Well, a tip of the cap to the coaching staff here. They're recognizing how well he's playing, so... Jawohl, nehmen wir den Assist noch mit. Finde ich gut. 18 Punkte, 3 Assists, 4 Rebounds. Kann man machen. So, wir haben scheinbar Marvin Bagley an der Backe jetzt. Warum auch immer. Nein, ich stehe ewig weit weg. Was sollte der denn, ey? Konzentration, Herr Koch. Then it's Corey Joseph and it's Cousins in at the center position. And it's Cook missing. And so Cousins will bring it up for Sacramento. 7-point differential. And finished off by Bagley. Ja, da haben wir gerade die Punkte mal eben halbiert, die wir geführt haben. Finde ich nicht nett. Back to Cook. Over Caspi.
weil ich treffe auch gerade wieder nix. Maybe lazy play calling or just going through the motions on that possession, this often leads to a bad shot. Pass to Bagley for the three. That one is the other way. It's just been an off night for him. That doesn't happen all that often, but the thing that you do at this point is not to push it. Ach, Manu, der jawohl. Out of bounds. Houston takes possession. Doug McDermott, he's checked. Wollte kurz einen Ausraster kriegen. Rockets leading by five. Passes to Capella. There's the dish to Paul. Here's Cook. And what was that, Nico? Du weißt doch, dass er dann wirft. Luckily, they didn't pay for their mistake. And so Sacramento again turning it over. Gordon's checked in for James Harden. And then for Sacramento. Cauley-Stein, he's checked in for Cousins. And it's Zach Randolph in for Bagley. Over a minute and a half into the third quarter of action. Paul finds Capella. Now, here's AI. Houston moving it around. And AI throws it down. So. They've asked him to shoulder the scoring load, and he is not disappointed. The Kings trail by seven. Ich kann sagen, ich habe nichts dagegen, Punkte machen zu müssen oder zu dürfen in dem Fall. Was? Lächerlich, jetzt wird das auch noch als Wurf, Alter. Ha! Randolph, leider Pech gehabt. Bogdan Bogdanovic, he's checked in for Sacramento. Rockets leading by six. Finde ich immer noch einen total bescheuerten Namen. Bogdan Bogdanovic. Knight's got his first points in this one. How about Knight mixing it up on the inside? Not just a perimeter score, but getting in there close. And Bogdanovic kicks to heel. The buddy. Pass to Randolph. Randolph. Ja, gut. Das ist, wenn da, der Rebound nicht bei uns landet. Och man, mach doch sowas nicht jetzt. Da ist er, der Bogdan. Bogdanovic looking around. That'll go on McDermott. That'll be his second foul of the game. Shelvin Max checked in for the Rockets. Here's Bogdanovic. Hey. To the paint. Here's Cauley-Stein. Banked in off the glass. Leck mich doch am Fuß, Mann. Now with consistency. Five buckets in a row from the paint. Rockets leading by four. Gordon kicks to Cook. Little under 2.5 minutes off the clock now here in the third. Six to shoot. In the corner it's Gordon. Mit dem Block. Fahrt. Da weiß ich mir nicht eigentlich, was ich sagen soll. Soll ich verdammt sagen oder soll ich fuck sagen? Eigentlich verdammter Fuck. Inside. Outside Bogdanovic. Nee, Bock am Arsch, Kollege. Right side Randolph. Now here's Bogdanovic. He's guarded by AI. Jetzt kriegt ihr den Als wieder. Ich krieg zu viel. Mann, Leute, ihr müsst dann auch mal zum Rebound gehen. Kann halt nicht überall sein. Leute, wo sind unsere 12 Punkte Führung hin, bitte? Ja. Es steht 46-46. Das ist unfassbar. Nehmen die uns quasi in einem Viertel auseinander? Das kann doch nicht sein. Nene, er ist checked in for Houston. McLemore has come in for Mac. And then for Sacramento. This year comes in for Caspi.
And it's Joseph in for Bogdan Bogdanovic. Gordon dishes to Nene. To the paint, here's Cook. Gut sagen, wird das? And he can't stop the run as he misses. Yeah, this is a terrible start for him, and it has to be weighing on him. Joseph finds Randolph over AI. For the lead. Das kann doch nicht wahr sein. LeBissier's got his third basket. Oh, ich kriege hier gleich echt die Kritze. Just too many good looks from in close. And that goes out of bounds. Last touch by Cauley Stein. Let's take this chance now to show you the list of the postseason scoring leaders. And you look at Cook, leading the league in points per game. Such a great player. Here's Gordon, 5 points in the game. Cook, the pass to Nene. Back to Cook, just 5 on the clock. Seems like he's lost. Oh man, ey. Haben wir gestern noch bei FIFA drüber gesprochen. Kriegt das Spiel jetzt gerade wieder Momentum aus der Hölle, oder was? To stay hydrated. It's impossible to play your A game if you're not getting enough to drink. Especially towards so, gosh, man. When the physical toll of a long contest really starts to add up. The Kings leading. Heald kicks to LeBissier. To the middle, here's Cousins. Good for another basket. He's put up ja, jetzt müssen wir halt auch mal gucken, dass wir uns dann auch mal durchsetzen, ne? Harden up top. Yep, it counts. Harden's got 8. Yeah, I love watching Harden be aggressive inside. One of the most efficient. Also es kann mir keiner nachsagen, dass ich es nicht versuche. There's LeBissier, and LeBissier throws it down. And that's how it's done. I mean, find that hole in the D and then go hard to the right. Maybe that hole was a little bigger than it should have been. Especially in a game that is this. Gut, dass ich da überhaupt nicht hin wollte. Was just one side wanting it more. Daniel! The lead has been cut down to just 2 points with the bucket from Cook. 6 seconds separating the shot and game clocks. So, wir bräuchten jetzt mal eine Defense. Sagte er und passte keinen Schritt auf und wundert sich, dass wir nichts auf die Kette kriegen. To have that kind of vision, wow. What a complete center. Astro Harden. Nein, ich muss da raus. Here's McLemore. He's guarded by Cousins. Height for 3. Traps in the tray. Gott sei Dank, Alter. Macht den noch. So, letztes Viertel. 1 Punkt Rückstand. Alles noch offen. Schlimm genug. And it's been a very competitive game so far as we get rolling here in quarter number 4. The engine of this team, Paul and Harden in the backcourt. Chris is out there. Habt ihr jetzt wirklich gedacht, dass das funktioniert? Lächerlich. And it's Bagley in the corner. Back to Cousins. Paul's right in. He is 8 for 11 with that shot. Oh, great production on the interior right now. 8 straight from inside. Cook dishes to Harden. Paul against Joseph. Paul kicks to Cook. In the corner, Harden. Back to Cook. Cousins pulls it in. Cousins has got 5 rebounds tonight. Oh, man. And it's Heald off the drive. No good with the layup. And they still need to step up just a little bit. They have the lead. He needs to find himself out there. And it's good for 2. 26 points for AI. And good passing. Yeah. Setting up a lot of these buckets right now, Kevin. That's been the key. So, jetzt wieder nur noch 1 Punkt Rückstand. Ich könnte jetzt mal hier eine Defense gebrauchen. Knocked loose. And that's out of bounds. Sacramento will retain possession. Clint Capella, he's checked in for Ben McLemore. And a change for Sacramento. Caspi, he's checked in for LeBissier. About a minute and a half into the so viel zum Thema, ich könnte meine Defense gebrauchen. Just getting the job done when they need to make every possession count.
And the foul called on DeMarcus Cousins. Okay. Oh Gott, ich krieg noch mal eine Pause. Was stimmt denn mit dem nicht? Okay, das ist meine Pause nach meinem Geschmack, Alter. Cousins against Capella. It'll go. The Rocket lead is cut down now to just 8 on the basket from DeMarcus Cousins. And that's 10 straight points in the paint. The defense nowhere to be found. Takes the 3. And it's Sacramento with the rebound. Cousins yeah. has got 8 rebounds. Okay. Willie Cauley Stein, Bankley der Dritte, mit dem unfassbar. Ich wollte gerade sagen, mit der verteidigten Possession und dann kriegt er den Rebound. Ich dachte gerade, die wollen mich echt verarschen. Love his shot selection. Good at taking quality shots. Whether he's defended or open, he knows how to knock those down. Warum kommt da nicht der Pass? Ich hatte so viel Platz zu laufen. Capella finds Paul. Rocket 6. Near the three-point line, it's Gordon. Unfassbar. Jetzt auf einmal sind sie alles Blockmaschinen hier. To the inside, Bagley. The rebound by Cook. Cook's got his fifth rebound right now in the game. Gordon, the pass to Cook. Laid in with a nice touch off the glass. So, Freunde, jetzt drehen wir mal ein bisschen auf. Schnauze voll jetzt. Cousins. Good work defensively by Capella. Out left to the wing. Chris passed to Paul. Cook looking it over. Inside. Makes it. Daniel! Performance to the defense all night long, controlling the pace of the game, and was firing on all cylinders. Joseph dishes to Bagley. Heald from outside. Cans it from downtown. Yeah, watching Heald shoot is quite astonishing. He does a great job of establishing his feet as a foundation for his three-point shot. Passes it to Cook. Over Caspi. They get it back. Kicks it out to Paul. And it's Chris in the corner. Wir kriegen noch mal eine Pause. Ich denke, dann war es das jetzt für heute auch. Apropos, das war's für heute. Wenn das Spiel jetzt gleich rum ist, werde ich mich auch direkt verabschieden, nur dass ihr schon wisst. Nein, ich komme noch mal rein. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nimmt er mich noch mal für 10 Sekunden raus, dann hätte er mich auch gleich draußen lassen können. Nö, meiner. Und sie versuchen es erst gar nicht. 71 zu 81. Und ich denke, das ist ein guter Start in die zweite Runde. Erstes Spiel zu Hause gewonnen. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Schaut doch in die anderen Let's Plays. Wir sehen uns morgen wieder, selbe Stelle, selbe Welle. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.